Ja, und herzlich willkommen wieder zurück bei Aaron Talked Project High Rise. So, wie ihr seht, kommen gerade alle Leute reingerannt, wie die Bekloppten, da kommen sie alle. Ich habe schon ein wenig hier gebaut gehabt, hier. Das wird sozusagen unsere nächste Spielwiese, komplett. Ich werde dafür sorgen, dass die Leute nicht so lange laufen müssen bis zu dem Fahrstuhl da hinten. Werden wir als erstes einen neuen Fahrstuhl einziehen. Ja, ich habe es ein wenig laufen lassen, bisschen Geld gesammelt, bisschen ausgebaut hier oben. Sonst habe ich noch nichts errichtet. Wir werden nochmal schnell die Renovierung hier starten. Und da geht's auch jetzt schon mal los. Der Fahrstuhl geht los. Zack, Fahrstuhl. So, dann hoffen wir mal, dass jetzt auch das reicht. Aufzüge, da. Abgedeckt. Ach, Mist, nicht so ganz, aber was soll's erstmal? Ja, okay, die sollen sich mal nicht so anstellen. Müssen sie halt ein bisschen laufen. Ist halt so. Ist halt so, Jungs. So, und damit erstmal ein paar Büros da mit dazukommen, werden wir jetzt erstmal anfangen, hier zwischen Büros hinsetzen. So. Obwohl, wartet mal. Wir müssen ja nicht alles zuklatschen. Wir sagen 3 hier, 3 da und hier zwischen nehmen wir die nochmal weg. So. Dann habe ich hier 3, da 3. Dann können wir nochmal kurz gucken, was sagen die Aufzüge. Ach, eigentlich ist noch zu weit weg. Eigentlich könnte ich hier einen hinsetzen. Ja, nö. Ist okay. Dann vergesst es, was ich vorhatte. Vergesst es. So. Zusammengefärscht. So, was hauen wir hier nochmal die Renovierung durch? So, Fakt ist, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Strom. Strom ist klar. Zack, Strom. Strom. Und noch mehr Strom und richtig viel Strom. So, jetzt dürften wir nur noch, wie viel haben wir angeschlossen? 40 erstmal. Das sind 15, 20, 25, 30. Das heißt, dann 70 angeschlossen. Okay, dann geht's los. Fangen wir natürlich an mit Kreativ. Da, 70. 170. So. Gehen wir die ganze Reihe erstmal einmal durch. Nur Kreativ haben wir hier. Hier haben wir jetzt nur Anwälte. Anwälte und Kreative. Das ist auch saugeil. So, dann nehmen wir hier Buchhaltung. Warum kann ich das nicht? Ach, ich Depp. Ich vergesse auch jedes Mal das Telefon. Telefon. Die müssen doch alle raus telefonieren, die Leute. So, das reicht. Ja, Telefon kann ich da wegnehmen. Okay. Ihr baut. Ja, es kann sein, dass die ausziehen. Na gut, sagen wir erstmal hier. Oh, keine Renovierung. Okay. Mal gucken. Müssen wir jetzt wieder Kohle? Kriegen wir Kohle? Mehr als 1000 oder? Na. Noch ein Stündchen haben wir ja noch. Warum benötigt eine große... Ach so. Die wollen... Was wollen die haben? Benötigt eine große Auswahl von Restauranten und Schlemmermäler? Wollen die das hier haben? Ach so, dies hier bestimmt ein Restaurant, ja? Das packen wir mal
Nicht so weit nach vorne. Danke, 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 danke. Packen wir 1, 2, 3. Da würde ich noch einen Aufzug hinmachen. 1, 2, 3, 4, 5. So, lassen wir einfach da noch ein bisschen Platz für eine Art Lobby sozusagen. So, was wollen die haben? Schlemmer. Salat. Jetzt muss ich da mal reingucken, was die wollen. Eine größere Auswahl an Restaurants mit was Schlemmermehls, mit Schlemmer mal. Das heißt mit mehr Essen. Bestimmter Sandwich. Wollen die eine Pizzeria haben oder was? Pizzeria? Sandwich? Ach komm, wir hauen mal eine Pizzeria rein. Fertig. Kann ich jetzt sagen, einziehen? Nein? Noch nicht? Okay. Dann halt die Versicherung. So. Das habe ich auch noch nicht gehabt, dass die extra was zu essen haben wollen, die Leute. So, das heißt jetzt hier suchen, suchen und suchen. Achso, der braucht Wasser und Stromanschluss. Seht ihr? Deswegen habe ich hier nochmal meine Versorgung angesetzt. So, er braucht auf jeden Fall Strom und eine Wasserversorgung. Okay. So, jetzt aber. Darf ich euch jetzt einsetzen? Hä? Ist doch hier ein Restaurant. Oder meint er sowas? Nee, wir haben ja kein Geschäft. Die wollen ein Restaurant. Eine größere Auswahl. Restaurant? Da? Mittlerer? Ach, eine größere, das wollen die haben. Warum habe ich da oben Telefon vergessen? Ich habe doch Telefon gelegt. Ach, uns fehlen die Telefonleitungen. Seht ihr, 20 Mann. Das heißt, jetzt werde ich mal doch hier eine... Nein, ich kann keine ganz große bauen. Okay. Dann packen wir das erstmal hin. Wenn wir das erstmal hinnehmen. Okay, aufnehmen. So, dann packen wir erstmal hier rein, was nur geht. Ganz einfach. Achso, wenn die nur Stufe 3 haben wollen, dann suche ich jetzt erstmal hier neu, ist ja klar. Also, das geht ja so gar nicht. Nee, so hin und dann na größere Auswahl, nein, wir wollen neu suchen. Kommen wir erstmal ein paar Versicherungsleute mit rein, so ganz einfach. Wenn ihr das nicht hinkriegt, sehr schön, Buchhaltung nochmal suchen, auch hier suchen und hier suchen. So, 110, mal gucken. Es kann sein, dass jetzt der Bürobedarf steigt wie ein Schwein gleich. So, mal gucken. 115. 175, so. Okay. Mal ganz kurz gucken. Okay. Hier sind sie noch alle zufrieden, da auch. Mal gucken. So, und jetzt sagen wir hier einmal alles reparieren. So, da wird noch gebaut, da oben. Das ist doch sehr schön. Ach, wartet. Ich hab was vergessen.
Ich habe den Ton vergessen anzumachen. Entschuldigung bis dahin, dass wir halt ein wenig Tonus gespielt haben. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So, na gut, die wollen ein großes, kein mittleres. So, was kommt denn hier rein? 165. Ja, kommst auch mit rein. Hier 160. Suchen. 115, 115. Da und. Nö, wird neu gesucht. Und auch. Max City Studio, so. Erstmal mit rein. Fertig. Oh, da oben sind zwei ausgezogen, sehe ich gerade. Oh nein. Da haben uns zwei verlassen. Na gut. Maximal Geld ist ja klar. Wenn wir halt nur kreative Köpfe drin haben. So, die sind hier noch zufrieden, die auch. Okay. Es läuft bei den Mitarbeitern. Da, Telefon. Haben wir immer noch zu wenig Telefon? 30 von 31. Jetzt können wir aber hier bestimmt. Nein, warum nicht? 5-5. Oh, nein, 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 das war falsch. Das war falsch. Wir brauchen doch Telefon. Jetzt habe ich einmal Geld umsonst ausgegeben. Okay. Müssen wir noch damit leben? Ein wenig? Okay. Das heißt, wenn wir den nächsten ordentlichen Boost bekommen an Kohle. Es gibt noch größere Hütten. Ja, ja, ja. Das ist schön. Wir kriegen rein. Ach, wir können den nächsten Auftrag schon mal an Land ziehen, was wir nehmen wollen. Mieteinnahmen von 5000. Schon erfüllt. Oder was? Sammeln Sie Unterstützung. Anzahl der Höhe von 1000 erhalten. Ja, schon fertig. Wir haben 7000 Ocken in der Hand. Okay. 10.000 Mieteinnahmen. Nein. Das machen wir nicht. Das waren die mittelgroße Büros. Die wollen wir auch noch nicht bauen. Weil ich bleibe erstmal bei den kleinen. Erstmal so. Das ist hier der kleine Bereich. Das ist so. Deswegen 150 Büroangestellte in einem Büro auf. Büroangestellte, das hört sich gut an. Weil wir wollen eh hier Büros weitermachen. Ach komm, das machen wir. Das sind die ganzen Büroangestellten, gut ist. So. Ach ja, genau, unsere Renovierungsarbeiten gleich starten. Wir wollen ja nicht hier ins Minusbereich gehen, aber wir machen jetzt einen Plus von 4000. Der Kredit ist abgezahlt. Wir können den nächst höhere nehmen. Hohoho. Übelst. Übelst, aber ich versuche, dass wir es nicht machen müssen. Ja. So, das. Dann werde ich gleich hier Telefon einsetzen, das ganz große Telefon. Daraufhin das und das wegreißen. Den Telefonanschluss. Ha, jetzt geht's schon los. Hier, der erste, der Kopierer braucht mehr Leute. Das heißt Kopierdienst. Zack. Kopierdienst. Da. Nein! Abreißen, ja, weg. Ich habe das falsch hingesetzt. Entschuldigung. Kopierservice da. Na los, meine Leute. Baut das schneller nochmal weg. Na los, na los. Komm, nur noch diese eine. Diese eine. So. Muss nichts renoviert werden. Das ist schon mal sehr gut. Seht ihr, wie die Leute kommen, wie die reinströmen. Geschäft ist zwar ein bisschen einzeln davon, macht aber ordentlich Umsatz schon.
So, genau, wir brauchen hier nur noch Strom. Stimmt ja, da war ja was. Das heißt, hier kann ich auch schon mal Strom weiterlegen, weil die brauchen wir auch demnächst. Der braucht nichts. Der hat hier sonst... Ne, nichts mehr. Gut. Okay. Kopierdienst. Nein? Ja, bist zufrieden. Das finde ich schön. Okay. Noch brauchen sie keine anderen Sachen. Das finde ich ganz okay. Keine Renovierungen. 4.800 kriegen wir am nächsten Tag. 100 Mitarbeiter brauchen wir noch. Jo, alles zufrieden. Pff, läuft. Läuft gerade. Sehr schön. So, macht wieder einen Umsatz, ordentlichen Umsatz. Hier 13 Stammkunden, 16, 17, 16, 68 Stammkunden. 31, 35, sehr schön. Jo. Die Kohle kommt, die Kohle geht, nichts muss renoviert werden. Doch, jetzt ja. Händler renovieren ab, das war's schon. Ah, jetzt brauchen sie Büroartikel. Nee, was ist das? Okay, dann werden wir erstmal gucken. Das war das erste, das war der Kurierdienst. Wir haben mehr, ja. Sagt bloß, wir brauchen noch mehr Büro, Kopierdienst. Wenn ja, oh, jetzt haben wir hier schon noch größere Wohnung und das nächstgrößere Geschäft. Jetzt haben wir hier nicht nur ein Geschäft, sondern, oder hier so, so, wie das sind die Geschäfte, sondern noch größere Geschäfte. Ja, jetzt heißt mal abwarten, ob sich das hier mit aufpendelt. Wenn ja, dann haben wir ja die ganzen Mitarbeiter. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich noch einen dritten Kopierdienst einführen und den dann mit einer Treppe versehen. Ich weiß nicht, können wir hier eine Treppe hinsetzen? Wenn ja, dann wäre das cool. Dann können wir auch von hier aus hier hochlaufen zur Treppe. Ah, mal schauen, mal schauen. Ich nehme nur mal ein paar Stichproben, wo halt... Mal gucken, ob das noch... Wir haben gestern mehr Serviceanrufe, als wir schaffen können. Sie benötigen mehr Dienste diesen Typen. Ja, das ist klar. Ich habe jetzt aber hier einen zweiten gebaut. Mal gucken, ob sich das heute legt. Ansonsten... kommt noch ein dritter hin. Weil dann brauche ich auf jeden Fall hier hinten etwas, um hochzukommen. Weil die ganzen Weg hinten hin und dann wieder hoch. Mal abwarten. Optimal ist es nicht gebaut, aber ich finde es okay so. Gleich wieder losschicken, sonst bauen. In 3 Stunden werden wir es erfahren, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Ansonsten kommt gleich noch ein dritter hin. Mal gucken. Brauchen wir noch einen dritten? Und? Okay. Kurierdienst. Halt. Das heißt, ich muss noch mehr Strom hier verlegen. Ich verlege mal bis hierhin erstmal Strom. So. Das und das und das ist der Kurierdienst. Genau. Dann werden wir mal vorbeugen und gleich Büro Service machen. So. Jetzt werden wir nochmal hier ganz kurz mal durchklicken. Und zwar, bei denen ist okay. Er ist okay, okay. Achso, eine Renovierung. Ja, okay. Miete könnte niedriger sein. Ja, die wollen alle weniger zahlen. Am besten keine Miete zahlen, aber für Lau hier drinnen leben. Am besten ich zahle denen noch ein paar Sachen. Die Miete ist zu
geringer als gedacht. Das ist toll. Achso, die wollen mehr zahlen, ja. Seid doch froh. Ich weiß nicht, warum diese sich dann oder als toll finden. Ja, okay, toll finden schon. Warte mal. Ist das als positiv, dass die Miete weniger ist? Okay, hier sind sie alle zufrieden. Halt, was ist er? Achso, Renovierung. Miete ist zu gering. Das ist okay. Okay. Zack. Wieder mal und weiter geht's. Das heißt, sie brauchen keinen Bedarf mehr an Wasser oder sonst was, sondern so kann es erstmal laufen. So. Achso, wir können schon wieder den nächsten Auftrag ans Lande ziehen, sehe ich gerade. Okay, was wollen die hier denn? Der Vorschuss fällt etwas großzügig aus. Gleich gibt es für die Vergütung, wenn sie ein Belegschaft auf 250 erreichen. 250. Wir sollen erstmal 150 machen und 250. Okay, ja, wir machen erstmal 150. Das ist erstmal okay. Das waren die mittleren Büros. 50 neue Bewohner. Bewohner, ach, das sind Wohnungen, das wollen wir noch nicht. Bauen sie 12 Stück. Okay. Studio-Apartments. Nein, wollen wir noch nicht machen. Wir wollen noch nicht an die Menschen rangehen, also an die Wohnungen. Die wollen hier was haben. Entwickeln, wenn sie mehr Besucher ins Viertel, okay. Ah, ihre Stadt. Ah, wieso ihr Auftrag ein wenig Abwechslung muss? Was? Geschlossen sein. Okay. Was wollen die denn? Locken, aber keine Besucher auch an anderen Teilen der Stadt dort. Das Amt für Stadtplanung und Entwicklung würde sie gerne sehen, wie es, wenn mehr Besucher ins Viertel kämen. Um ihr Geld ausgeben, unterstützen sie die Stadt dabei mit unterschiedlichen mittelgroßen Restaurants. Nein, noch nicht. Während des Geschäfts. Mittelgroß. Verschiedene mittelgroß sowie auf Einkaufszentrum für eine. Okay. Nö. Dann machen wir erstmal auf doch 250. 150, dann auf 250 ist okay. Belegschaft. Insgesamt 114 haben wir jetzt. Insgesamt davon haben wir halt. Ja. Wartet. Wir machen das so. Mehr Besucher aus der Stadt. 50% mehr. Ja. Das machen wir jetzt einfach mal so. Sollen die Geschäfte was davon? Und ja, so kriegen wir mehr Kohle rein. Hoffentlich. Einfach mal laufen lassen, ein bisschen. Ab und zu mal hier sagen, renovieren ist nix, okay. Ah, seht ihr aber schon 11.000 wieder zusammen. Das ist, jetzt geht's, jetzt kriegen wir Kohle rein. Jetzt kriegen wir erstmal Kohle nur durch diese kleinen Büros. Und die Geschäfte hier unten. Finde ich gut. Renovieren müssen wir nichts. Das heißt, wir haben ein ordentliches Plus. Es läuft wunderbar. Jetzt immer noch nichts. Nö, dann gucke ich heute Abend nochmal rein. So, mal gucken. Können wir schon? Nein. Was brauchen wir? Achso, 7. 130 Mitbewohner. Die Kunst und zufriedene Mieter. Achso, ja. Durch Abschluss von Spezialaufträgen, durch Umzügen und Renovierungen. Achso, kriege ich ein Minus. Ja. Okay. Mal gucken jetzt. Ja. Ja, wir kriegen jetzt gleich 4.500, da haben wir fast 15.600 in der Tasche. Da haben wir schon unser Startkapital schon längst raus wieder. Mit 10.000 angefangen. Das haben wir mit 10.000 geschafft erstmal. Ja, am Anfang. Und wir sind hiermit noch nicht mal fertig.
Finde ich gut. So, das heißt, wir haben jetzt Strom, Telefon. Das heißt, jetzt werde ich hier anfangen, doch mal alles einfach rüberzulegen. Und zwar einfach, damit wir es da haben. Wasser in Großformat. Fernsehen in Groß. Das kostet 17.000. Kostet 11.000. Ach, die werden immer teurer, die großen Sachen. Okay, dann werden wir das Wasser hier hinten mal ganz kurz abklemmen. So. Ja, dann müssen wir halt ein bisschen sparen für die ganz großen Teile. Aber da haben wir halt wirklich Anschlüsse erstmal. Da können wir uns wirklich totschmeißen mit den Anschlüssen. Und ich will die schon hier oben drin haben, weil das halt die Hauptanschlussleitung ist. Die brauche ich dann nicht verlegen mehr. Ja. Genau. Jetzt haben wir eigentlich schon. Einiges wollte ich die großen Büros erst hier oben drüber ansetzen. Aber wenn das so ist. Ja, setzen wir mal hier oben ein paar große an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann machen wir auf jeden Fall hier ein. Fahrstuhl, 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 Fahrstuhl. So. Dann machen wir anders. Wir machen das dann so. Dazwischen einfach ein bisschen Platz mal lassen. Und zwar. So, kommt so. Glaswand hin. Zierpflanzen. So, und eine Beleuchtung, oder? Ja, geil. Zack. Offene Wand. Wartet, wartet, wartet. Kriegen wir das dann als ganze Front hin? Oh, geil. Kostet uns ja nichts. Ha! Als ganze Front. Eine ganze Front. Obwohl, wartet mal. Können wir auch die. Nee. Das wollte ich jetzt nicht machen. Eigentlich die Beleuchtung wieder wegnehmen. Ah ja. Also sieht man, dass auf jeden Fall da ein Gang ist zu einem anderen Raum. Na, so. Wenn wir das doch mal doch so machen, machen wir nur eine Pflanze hin. Eine kleine Zierpflanze, so. Das sind jetzt unsere Büros. Die möchte ich gleich ausstatten. Und zwar. Wie schlau bin ich denn, hä? Wie schlau? Ich habe extra einen Platz da gelassen. Ach, Mist. Ach, okay. Deswegen habe ich doch den Platz da gelassen. Ich depp. Das heißt, weg, weg, weg. Damit unsere Versorgung doch hochkommt. Ach, Menno. So. Halt. So, da ich nicht weiß, ob die Wasser brauchen, lege ich es einfach erstmal schon mal hoch. So, große Büros. Ah, die. Naja, groß sind sie nicht. Das sind ja die etwas kleineren Büros da. Mittlere, große und. Hauptfirmensitzbüro. Okay, cool. So, dann fangen wir an mit den hier. Eine Arztpraxis benötigt eine große Auswahl an Restaurants. Eine Arztpraxis. Kreative. Die können wir reinnehmen. Anwälte. Okay, Kreative. Nehmen wir dich rein und. Nehmen wir erstmal zwei Kreative rein. Eine große Auswahl. Okay. Wir wollen wirklich eine große Auswahl an Restaurants haben, die Frühstück anbieten. Große
größere Songs, die habe ich nicht. Mir fehlen einfach die 7 Sterne, 7 Prestigepunkte oder Ansehenspunkte. Mir fehlen einfach die. Okay, achso, oh, ich sehe es, ja. Ein Glück, dass noch keiner eingezogen ist. Strom. Dann setzen wir erstmal Strom rüber. Gleich dann auch Telefon, damit die es haben. So. Und erstmal Telefon. Okay. Seht ihr, was passiert? Wenn man nicht aufpasst, weg ist die Kreativität. Mist. So, das heißt, jetzt haben meine Handwerker da erstmal was zu tun. Und ihr auch. Vorwärts. So, mal gucken. Mitarbeiter, können wir noch welche setzen? Nein. Abfall? Nein. Lager? Nein. Okay. So. Ja, jetzt müssen wir nochmal warten. Ein Moment. Wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen insgesamt noch ein paar kleine Büros. Brauche ich nochmal so ein kleines Restaurant hin? Zum Essen oder zum Einkaufen? Oh, zum Einkaufen passt der perfekt noch rein. Schuhhandel. Computer. Großteile. Bekleidungsgeschäft. Hand- und Aktentaschen. Haushaltsgeräte. Warum, was fehlt denn da? Ach, Lagerraum. Okay. So, na gut, dann machen wir das gleich. Dann brauche ich nochmal einen Lagerraum. Was haben wir gesagt? Kreative, hä? Kreative waren's. Nein. Raus mit euch. Ich. Volldepp. Nein, das durfte ich doch nicht machen. Ach Mann, ey. So, was für ein Aufzug ist in der Nähe. Zu haben ist vom Vorteil. Ja, das weiß ich, danke. Ich bin ein Nasenbär. Ein ganz großer Nasenbär sogar. Okay. Mal gucken. Wie viele können wir hier reinpacken? Eigentlich nur eins. Zwei. Und die zwei kommen weg. Das heißt, die drei hier. Mal gucken, wie viel zahlen die? 9? Warte mal, jetzt muss ich mal rechnen. 17, 34. Ich rechne einfach mal grob. 34, 34, 40, 50, 60, 66, 74. Ich nehme jetzt bei dir hier 300. Die zwei sind, die zwei hier sind die 5 da oben. Hausmeisterdienste. Ein Moment. Hausmeister. Da. Dann nochmal sagen, ihr sollt alles reparieren. Okay, Lagerraum habe ich gesagt. Das heißt, das kann ich hier nicht hinsetzen. Nochmal, die brauchen 1, 2, 3, 4. Hier sind nur 3. Okay, Lagerraum. Hausmeister braucht Wasser. Okay. Warum braucht ihr Wasser? Dann kriegt er erstmal Wasser. Strom haben sie. Strom haben sie. Okay. Okay, dann nochmal gucken. Die wollen große Restaurants. Oh Gott. Eine große Auswahl von mittleren Restaurants. Okay, Abendessen und Cafés. Oh mein Gott, was wollen die denn alles haben? Tun wir hier neu suchen. Neu suchen. Neu suchen. Suchen wir einfach mal komplett neu.
Es ist ja unfassbar, was die alles wollen. Hausmeister und Kommunikation. Achso, Kommandozeile. Kommando, wartet. Komm. Das da. Uff. Okay. Die wollen etwas Größeres haben. Dann kommt ihr dahin. Okay. Ja, ansonsten mache ich hier nur Kreative rein, ganz einfach. Kreativ, kreativ, so. Wenn ihr euch so rum habt, ja, dann kommen jetzt erstmal 8 Kreative rein. Fertig. So, wird nicht rumgemeckert. Lagerbereich. Lagerbereich wollte ich noch bauen, genau. Mal gucken, ich will mal was testen, ob man hier ein Treppe hinbauen kann. Super. Das ist doch super. Das ist perfekt. Okay, wir wollen ein Lager haben. Lager war hier. Treppen runter, dann dahin. Und nein, ihr kriegt hier Treppen. So. Keller geht's nur runter mit Treppen, ganz einfach. So, das heißt, dann kann ich zu dir sagen. Ja, was wollen wir? Genau. Elektrogeschäft, Computerteile, Schuhe. Ach, kommt, wir machen Schuhe gleich. Obwohl. 380. 505. Das hat schon entschieden. Mehr Kohle. So, du brauchst aber von irgendwoher kommt ein strenger Geruch. Ach ja, die sind hier mit dem Geruch nicht zufrieden. Jetzt mal gucken, was der hier braucht. Braucht jetzt nur Telefon, Wasser. Wir brauchen mehr diese Telefon. Diesmal will ich das nicht so schnell. Ah, und Strom. Und Strom brauchen die. Strom ist hier näher dran. Und Telefon ist hier näher dran. So. Ich brauche mehr diese Blaumann. Ach, das ist der Hausmeisterdienst, der da läuft. Jo, nö, dann kommen hier erstmal Kreative rein. Fertig. Nö, wenn die sich so alle haben, kein Problem. Erstmal die Kreativen. Jo, mal gucken, mal gucken. Ah, noch eine Stunde braucht das. So. Na los, werd fertig. Sehr schön. Und 380 so. Ist natürlich schade, dass die alle immer gleich aussehen. Den Aufzug in der Nähe zu haben ist toll. Okay. Obwohl, wir könnten ja auch. Nein. Mist. Ein kleines Café hier noch reinsetzen. Da haben wir das da vorne. So. Ja, ein kleines Café, ganz einfach. So, dann machen wir das da jetzt. Hier unten, schick. So. Nein, mit Glas will ich das machen, bitte. Und setzen dann aber eine Beleuchtung rein. So. Fertig. Jetzt sage ich unseren netten Männern hier in Blau, die sollen nochmal alles reparieren, bitte.
Büroartikel, alles läuft super. Und hier, ja, alles okay. Hausmeister auch. Sie sind alle noch zufrieden. Okay, gut. Ah, die Hausmeister kommen. Ach, die müssen erst hier so durchlaufen, laufen zu ihren Hausmeister. Klar, dann müssen sie hoch. Ach, das war schon. Ja, wann macht ihr Feierabend, Jungs? Um 5.30 Uhr. Oh, ich könnte noch, also noch wahrscheinlich vier weitere oder acht weitere von denen ransetzen. Dann hätten die auch ausgesorgt. Okay. Wir haben jetzt Rang 6. Rang 7 braucht noch 14 Leute. Noch 14. Der freut sich auf jeden Fall, dass er vorne ist. Der sieht auch gut aus. Er auch. Halt. Renovieren. Hier. Okay. Okay. Wir haben gestern keinen Gewinn gemacht, ja. Kein Gewinn. Okay. Und okay, ja, super. 50 Stammkunden hat er. Hier, 21 Stammkunden. 12 nur. 12, 13, 21, okay. Unsere Pizzeria hat, wie viel, wir haben Stammkunden, die uns mögen. Oh, nur 3 Stammkunden. Okay. Und wieder sagen, einmal renovieren bitte. Dankeschön. Wie sieht's hier mit Stammkunden aus? Noch, ach ja, Stammkunden brauchen ja ein bisschen immer, bis die kommen. Aber wie war das hier? 50 Stammkunden? Nee, 12. Nee, nur Kunden gehabt, okay. Die haben keinen Stammkunden hier, die hier. Doch, der hat hier 40 Stammkunden und 43 Stammkunden. Ja, wollte schon sagen. Ja, das war's schon. Schon ist der Tag wieder rum. Machen 5.500 Ocken plus. Ist doch gut. So, beschweren sich unsere kreativen Leute denn mal. Nein, es sieht gut aus. Okay, dann gehen wir mal einen Angriff auf 150 Leute hoch. Büroangestellte noch. Wir brauchen noch mindestens dort 70, um den Auftrag zu beenden. Okay, und noch 100 Belegschaft. Okay, Belegschaft. Das heißt, wir machen jetzt nochmal 165, sind dann noch 14 Büros oder 14 Räume insgesamt. Und wir sagen hier nochmal renovieren. 14, 14. Wann können wir überhaupt die hier bauen? Was brauchen wir hierfür? Die benötigten Einfluss. Aha. Aber Einfluss, wie kriege ich Einfluss? Sobald sie 10 Einfluss gesammelt haben. Aktuell verfügbar. Einfluss gewonnen, gewinnen sie durch Apartmentbewohner und durch bestimmte Büros. Hm. Aber ich will euch noch nicht bauen. Ihr Schweine! So, das habe ich hier schon. Hm. Okay. Machen wir doch nochmal hier ein paar hin. Unten möchte ich die Lobby nicht machen. Finanzbüro. Warte mal. Arztpraxis. Was brauchen die? Die brauchen eine Auswahl an Restaurants. Eine große Auswahl. Große Auswahl. Brauche ich 7. Okay, die Ärzte kann ich nicht machen. Die wollen eine mittlere Auswahl an Restaurants und eine Auswahl mit Abendessen. Anwälte war das. Was wollen die? Abendessen anbieten. Mal gucken, Abendessen. Bis 23 Uhr. Kriegen wir hin. Für einen Anwalt.
F. Anwalt war das. Anwalt. Ein mittelgroßes Restaurant. 310, 400. Ja, er möchte nur mittleres Restaurant. Ein Restaurant, die Abendessen anbieten. Ein Restaurant. Wie, wo weiß ich, was du bist? Mittleres Mittag und Abendessen. Ach, der will ein Restaurant. Ein Restaurant, warte. Der Anwalt, der möchte ein Restaurant. Das doch ist ein Restaurant. Mittleres Restaurant, was Abendessen anbietet. Haben wir doch, mein Freund. Was will er denn? Achso, er will ein mittleres und ein normales Restaurant, was Essen anbietet abends. Bis 18 Uhr. Ach so, der will, dass das... Ja, ist doch nicht eigentlich völlig egal, ob er abends da essen geht oder abends... Das ist ja ein Idiot. Na gut. Dann... Ah, 17 Stammkunden. Ich möchte ja nicht dich rausschmeißen, aber... Ach Mann, was soll ich machen? Wir mögen diesen Stark, ja. Und Finanzbuchhaltung, was wollen die? Die wollen auch jeweils dasselbe. Gut, einen Moment, dann kommen erstmal noch Kreative erstmal nur dazu. So, und Telefon diesmal nicht vergessen. So, und... So. Okay. Ja, dann ist halt so. Dann müssen wir erst ein paar Kreative reinkommen. Und dann werden wir noch kleinere Büros reinsetzen. Und dann werden wir erstmal so den Punkt hochtreiben. Geht ja nicht anders. Seht euch mal die Mitarbeiter an, wie die hier rausstürmen. Feierabend! Feierabend raus! Feuer! Hauptsache raus. So. 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 Und die nächsten Kreativen. Ja, da haben wir eine kreative Ecke da hinten, also. Dann ist es so. Okay. Wie sieht's aus? Können wir noch, können wir noch. Da, erst recht. Okay, können wir nur noch ein paar anschließen. Nur noch 43. Okay. Architektur, Zeichenstudio. Ja, Zeichenstudio, so. Okay. Dann werden wir uns hier mal dran beschaffen machen. Obwohl, warte mal, das ist hier kürzer etwas. Es nimmt sich nichts. Es nimmt sich nichts. Ist egal. Ach kommt, wisst ihr was? Da machen wir gleich ganz zu. So. Haben wir den Kreislauf fertig. Telefon auf jeden Fall. Was soll der Geiz? Wir haben das Geld. So. Okay. Okay, okay, okay. So. Dann halt. Kleine oder große? Wartet mal. Klein, klein, klein. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich muss ja aufpassen, wie viel ich noch einsetze. Und nicht, dass die Hausmeister sonst nicht hinterherkommen. Mit Butzen. Deswegen.
nochmal hier so einen Blaumann wegschicken los. Okay. Fangen wir wieder von unten. Ach, ja, doch. So. 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 Oh. Nehmen wir erstmal etwas, die mehr Geld ausgeben wollen, rein. Okay. 125. Auf Suche gehen. 120. 125. So. Na. So, ja, Versicherung kommen hier noch rein. Buchhaltung, oh, benötigt eine große Auswahl an Restaurants. Neu suchen, dankeschön. 115, 180, so. Sub, Buchhaltung, 130, 135. Und hier, komm, kriegst den nächsten Buchhalter rein, so. Okay. Jetzt muss ich drauf achten. 127 haben wir. Okay, fast 70. Okay. Oh. Ja, jetzt könnt. Seht euch das Restaurant an, wie riesig das ist. Wie riesig. Okay. Ach, schade, dass man das nicht sehen kann, wie groß. So, Nummer 8 ist ab 205. Okay, 205. 114 haben wir jetzt, oder? Nee, 181 insgesamt. So, mal gucken. Haben immer noch nur 5. Also langsam wird's schwierig, hier irgendwie noch ein paar Punkte abzugreifen irgendwie. Ich kann höchstens sagen, hier, komm. Großes Restaurant. 2 Stück, so. Familienrestaurant. Handsport. Mexikanisches, italienisches, eine Sparbord. Machen wir Familien raus? Mal gucken, was bringen die ein? 550. Eine Sportbar. 550. Ich glaube, die nehmen sich so im Großen und Ganzen das sonst nichts. Also, machen wir unten ein Familien. Und oben drüber eine Sportbar. So. Wow. Lassen wir mal ganz kurz einfach mal auf uns wirken. Ob das was bringt. Das Einzige, was wir sagen, ist nur, vernachlässigt eure Sache nicht. Wir müssen irgendwie hier ein paar Hände mehr bekommen. Aber ich weiß nicht, wie. Platzieren sie die... Ja, klar. Aber ich hätte gerne mehr Punkte, um die zu... bekommen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ach so. Ah, das sind nur unsere ersten Gasleute, die brauchen. Strom, Telefon ist ja da. Wasser bestimmt auch noch. So. Zack. Gas. Ach so, ich muss auch Gasleitung legen. Hahaha. Ich gehe mal davon aus, dass sie bestimmt auch Wasser brauchen. Yep. Und Fernsehen. Okay, die brauchen alle Anschlüsse.
Okay. Naja, müsst ihr auch 550 mindestens Umsatz machen, Jungs. Und die Sportbar hat bis 23 Uhr offen. Oh, mal abwarten. Oh, von 10 bis 18 Uhr? Und der von 15 bis 23 Uhr. Ja, geil. Die Familien können essen kommen. Ungefähr 3 Stunden haben sie dazwischen, wo sie halt alle aufeinandertreffen und dann halt oben sind die Sufis alleine. Ja, hier, okay. Erster Tag. Ja, da sitzt auch ein Mitarbeiter von uns da. Ich wollte gerade sagen, sitzt. Ja, unsere Mitarbeiter, alle sind da noch zum Feierabend noch hin. So, Bart geschlossen, leider. Ich würde sonst den Zapfenstreich weglassen, Leute. Ja, und länger lassen, aber. Läuft. Läuft. Wunderbar. 52 Kunden mit immer gehabt schon. So, okay. Das heißt, wir haben jetzt wirklich alles dort. Strom, Wasser, Gas und Fernsehen zum ersten Mal. Cool. Okay, da baue ich jetzt aber nichts hin. Das. So. Machen wir einfach mal ganz kackenfresh. Wirklich mal hier ein Restaurant. So, Ende. Beleuchtung. Diverses. Ja, Mülleimer. Auf jeden Fall Mülleimer. Damit Mülleimer auf jeden Fall für Müll gesorgt ist. Ah ne, da will ich nichts haben. Tut mir leid. Sorry. Das kann erstmal da weg. So. Wollen wir da noch eine Beleuchtung reinklatschen? So. Zierpflanze, ja, da. So. Diverses. Nee, das will ich nicht machen. Was ist das? Ein Stuhl? Ach, ne, steht. Ja, nö. Nö. Brunnen, nö, will ich nicht. Na gut. Können wir ja kunstmäßig irgendwas hinsetzen. Nö. Okay, gut. Gut. So, wie sieht's denn hier aus? Boah, 1000. Die haben 1000. Warte mal. Wir tun mal hier ganz kurz. Konnten gestern unseren Abfall nicht entsorgen. Was für ein Abfallbehälter? Aha, die brauchen einen Abfallbehälter. Gut, das sind die ersten, die Abfall brauchen. Abfallbehälter. Ja. Ja, nehme ich mal die Lampe weg. Beleuchtung kommt dann. Oh nö, sieht dann doof aus. Na, komm her, Beleuchtung. Nö, die lass ich weg. Eine Pflanze kommt ein. Genau, eine Pflanze, eine Zierpflanze. So. Ja. Fertig. So. Ich muss wieder sagen, hier, ihr sollt renovieren. Oh Gott, da kommen wir ja gar nicht mehr hinterher. So, für den nächsten Tag, was wollen wir denn da machen? Mehr Gäste aus der Stadt. Außer Statuen und Skulpturen kostet die Kunstwerke auch so 10% weniger. Büros. Glücklicher. Baukosten für Telefon und ach so, damit kann ich meine Dings Zufriedenheit steigern. Machen wir mehr Leute aus der Stadt. So, können wir jetzt vielleicht mehr Mitarbeiter setzen? Auch noch nicht. Benötigt Berater-Upgrade.
benötigt Konstruktionsupdate. Benötigt. Achso. Wartungsbüros kann nur zwei gebaut werden. Achso. Ein Berater-Upgrade. Berater. Das ist doch hier der Berater, oder? Da. Habe ich Berater gesagt? Ist doch Betrieb-Upgrade, oder was? Berater-Upgrade, ja. Büros für Bauarten. Ich weiß noch nicht, wie ich diesen Einfluss kriege. Woher kriege ich dich denn sonst? Finde ich schon mal ganz okay. Das Restaurant gefällt mir. Es macht Kohle, Kohle, Kohle. Konnten gestern unseren Abfall nicht. Die Etage braucht mehr Abfalleimer. Das sind ja jetzt Abfalleimer. Ja, Abfallbehälter. Sonst würden sie bestimmt sagen Recyclingtonnen. Wenn jetzt das ist, Abfall, Sammelstelle, Abfallbehälter werden im Müllsammelraum im Keller entleert. Ach so, die muss ich dann hier auch noch entleeren lassen. Okay, da drüben ist auf jeden Fall unser unser ganzer Versorgungsbereich. Dann sorge ich dafür, dass hier noch Lagerräume hin können, zur Not. Dann kommt hier erstmal ein Abfallbereich hin. Ganz einfach. So. Das heißt, die sind 7, 13 und 7%. Gut. Wie sieht's euch hier mit aus? Mit euch? 8 Stammkunden, 29 Stammkunden. Belegt ein Lagerraum, ja. Ja, die haben hier keine Stammkunden. 50 und 41. Ja, ist okay. Infrastruktur Betriebskosten 50%. Machen wir mal das einfach mal so. Ach, guck mal hier, da ist sogar ein Müllmann dann automatisch da. Abfallmenge gelagert. Ja, und dann? Wie soll ich den dann entsorgen? Okay, ja. Wie sieht's heute hier aus? Die Miete ist zu hoch, wir sollten weniger zahlen. Ja, ja, ja. Wir haben gestern keinen Gewinn gemacht. Oh ja, stimmt. Ihr müsst mindestens über 560 kommen, Jungs. Aber dafür kann ich nichts, wenn er halt so wenig macht. Also dafür, für dies hätte ich gerne einen Automatisch-Button, dass das immer gemacht wird. Wo ist denn mit der Müllmann hin? Tägliche Abholung 8 Uhr. Ach so. Das wird von hier oben da unten hingepackt. Und der Müllmann kommt her und holt das täglich 8 Uhr ab. Muss ich mal drauf achten. 13 und 20%? Mal abwarten. Ja, mal gucken.
ist noch drinnen der Müll. Die Hausmeister gehen. Das heißt, der Hausmeister bringt also den Müll nicht hier hin. Das Warten. Wohin gehst du jetzt? Bringen wir den Tag in einem ausgiebigen Frühstück. Achso. Okay. Jetzt warten wir mal ab, was der macht. Jetzt ist er hier oben, geht wieder runter. Ach so, der holt bestimmt den Müll nur ab, wenn er voll ist. Okay, sagen wir mal hier ein bisschen weniger, 50% weniger Miete. Machen wir auch mal 50% weniger Miete, so. Gucken, ob die überhaupt Gewinn mal machen. Ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung, wie ich sonst diesen Einfluss erhöhen kann. Baukosten und Handel, Gastronomie, Anzeige der Kosten mit Pizza Plaza, nee. Lassen Sie das Gebäude einwirken. Okay. Nutzen Sie die politischen Einfluss Ihrer Bewohner und überzeugen Sie die Stadt, einen weiteren Auftrag erfüllen zu dürfen. Das machen wir gleich morgen früh dann erstmal. Das werden wir jetzt mal ganz kurz hier durchlaufen lassen. Ja, da sind wir schon wieder am Ende der, eigentlich der Aufnahme. Sehe ich gerade wieder schon eine Stunde ist rum. Das Game frisst Zeit, ja, brutal viel Zeit. Und wie ihr seht, angefangen haben wir mit ab hier, glaube ich, leer. Und jetzt, so schnell geht das. In einer Stunde, ruckzuck, das geht ja peu à peu. Ja, dann werde ich jetzt hier nochmal schnell alles zum Aufbau machen und sagen, dann werde ich uns, oder dann werden wir uns erstmal verabschieden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ja. Was geplant ist, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Werden wir nochmal sehen, ich werde mich nochmal schlau machen, wie ich hier unten diese Art Einflusspunkte gewinne oder irgendwie bekommen kann, damit ich wenigstens mal 10 habe. Und ja, dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euch noch einen schönen Abend und ciao, ciao.